es hier auch an. Okay. Ja, schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anwesenden. Ich heiße Sie alle als Projektmanager der 9. Initiative ganz herzlich im Namen von Internet und Gesellschaft Collaboratory in Kooperation mit Future Challenges von der Bertelsmann Stiftung hier im großen Saal der Heinrich-Böll Stiftung willkommen. Und möchte mich auch ganz herzlich nochmal bei unseren Gastgebern bedanken für die tolle Vorbereitung und für die tolle Organisation. Und es freut uns wirklich ausgesprochen, dass wir jetzt heute so viele interessante Vertreter aus Politik, Wirtschaft als auch Zivilgesellschaft vertreten wissen und so viele auch zu dieser Veranstaltung mit dem Titel Internet, Trade and Democracy, Transatlantic Relations under the Shadow of Surveillance erschienen sind. Ich denke, das spricht unzweifelhaft für die Relevanz und auch Aktualität der genannten Thematik. Viele von Ihnen mag es vielleicht wundern, dass wir eigentlich einen relativ weiten Bogen zwischen diversen Themen mit diesem Titel spannen. Also es geht sowohl um das transatlantische Freihandelsabkommen als auch gleichzeitig um die Überwachung durch Geheimdienste. Doch wir sind allgemein der Meinung gewesen, dass diese Bereiche untrennbar miteinander verbunden sind und Debatten darüber keinesfalls parallel oder gar unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt werden sollten. In dieser Hinsicht freuen wir uns auch ganz ausdrücklich, dass wir jetzt heute als Keynote-Speaker Glyn Moody, der schon diese Verbindung bereits sehr früh erkannt hat, als auch weitere zahlreiche spannende Diskussionsteilnehmer hier begrüßen dürfen. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass die heutige Veranstaltung im Allgemeinen bilingual gestaltet sein wird. Das heißt, ein Großteil der Veranstaltung, besonders nach der Kaffeepause, wird dann auf Englisch ablaufen. Das sollte aber jetzt keinesfalls irgendwen davon abhalten, auch Fragen auf Deutsch zu formulieren, soweit man sich dabei wohler fühlen sollte. Also Verständnis und Verständigung sollten hier absolut im Vordergrund stehen. Zudem ist es auch noch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Veranstaltung heute online gestreamt wird und auch Presse anwesend ist. Also folglich werden wir nach der Chatham-House-Regel verfahren. Das heißt, Sie können Ihren Namen und Ihre Institutionen nennen, aber im Sinne der Anonymität sind Sie keinesfalls verpflichtet dazu. Zudem möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir jetzt eigens für diese Veranstaltung auch einen Hashtag kreiert haben. Das wäre der ganz rechts TTIP in Kombination mit Public, womit wir auch signalisieren wollen, dass es jetzt nicht nur um geschlossene Verhandlungen geht, sondern auch wir gerade die Zivilgesellschaft, also auch gerade alle hier Anwesenden mit ins Boot holen wollen. Ja, nun möchte ich dann auch direkt überleiten zu Herrn Löhr und Herrn Wintermann, die kurz die beiden beteiligten Kooperationspartner, also Collaboratory und Future Challenges, vorstellen werden. Und danach werden wir direkt mit den Ergebnissen der laufenden 9. Initiative fortfahren, bevor wir dann nach der Kaffeepause in eine tiefere thematische Debatte einsteigen. Hiermit möchte ich dann allen hier Anwesenden einen spannenden, kurzweiligen und hoffentlich auch erhellenden Nachmittag wünschen und bedanke mich zunächst. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Expertinnen und Experten, ein herzliches Willkommen auch nochmal direkt vom Collaboratory. Unsere Vorsitzende konnte heute leider nicht hier sein, aber nun fällt mir die Aufgabe zu, Ihnen, besonders den Nicht-Expertinnen und Experten, die das CoLab vielleicht nicht ganz so gut kennen, kurz nochmal zu umreißen, was denn das CoLab eigentlich ausmacht. Das CoLab hat den Anspruch, Debatten voranzutreiben, und zwar indem wir reflektieren, deliberieren und intervenieren wollen. Das heißt, wir verstehen uns als ein Reagenzglas, in dem gekocht wird mit den Zutaten aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Und indem dann in einem weiteren Schritt deliberiert wird, also mehr als einfach nur Positionen nebeneinander gestellt werden, sondern man sich miteinander argumentativ auseinandersetzt, um dann schließlich in Form von diesen Initiativen, die wir hier auch haben, und Publikationen einen Debattenbeitrag zu liefern, um Brücken zu bauen zwischen
der klassischen politischen und Zivilgesellschaft und den Internetaktivisten. Ja, das gibt bei uns da im Wesentlichen zwei Formate, und zwar zum einen die Initiativen. Das hier ist so eine Initiative. Da beraten wir mit 15 bis 30 Experten aus dem jeweiligen Themenfeld diese Positionen und versuchen die dann gemeinsam auch weiterzuentwickeln. Und dann gibt es bei uns noch die sogenannten UHUs. Das sind die Fachgruppen, die etwas kontinuierlicher arbeiten, die wir dann haben zu solchen Themen wie Open Government oder zu Online-Learning und ähnlichen Themen. Da schauen Sie vielleicht einfach nochmal auf unsere Webseite. Vielleicht sind da noch andere Themen dabei, die Sie neben dem Thema heute hier interessieren. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, ist es Anspruch des CoLab, mit verschiedenen Akteuren zusammenzuarbeiten und insbesondere auch aus der Zivilgesellschaft. Und da freuen wir uns vom CoLab ganz besonders, dass es uns mit dieser Initiative zum ersten Mal gelungen ist, auch einen Kooperationspartner zu finden und eine enge Zusammenarbeit durchzuführen, und zwar mit Future Challenges. Und da übergebe ich dann auch gleich an Ole Wintermann. Vielen Dank. Ja, ich möchte es kurz machen. Ole Wintermann, Bertelsmann Stiftung Future Challenges. Ich glaube, Bertelsmann Stiftung muss ich nicht groß vorstellen. Letzte Woche gab es eine gewisse mediale Aktivität in dem Kontext Global Trade und Free Trade und TAFTA und TTIP. Und das ist im Grunde genommen heute auch, man sieht es dort an der Übersicht der Inhalte, die gleich kommen werden, so ein bisschen der Ausgangspunkt. Ich möchte es ganz kurz machen und gleich an meinen Kollegen übergeben, der im Grunde genommen ganz eng fokussiert auf die ökonomischen Aspekte von Internet und Globalisierung guckt. Und wir werden im weiteren Verlauf deutlich machen, dass das eben nicht alles sein kann. Die ökonomische Analyse ist wichtig, aber sie kann nicht den ganzen Raum der Diskussion, der Debatte abdecken. Und das wollen wir hier im Grunde genommen heute öffnen. Deswegen gebe ich gleich weiter an Thies Petersen. Ja, okay, mein Name ist Thies Petersen von der Bertelsmann Stiftung. Sie sehen, wir haben eine ganze Reihe von Vorträgen vorbereitet. Die Referenten sitzen alle hier vorne. Wir sind also mit 8, 9 Leuten am Start und haben uns abgesprochen, dass wir bitte erst alle Vorträge einmal durchziehen und dann mit Fragen beginnen, weil wir sonst an der dritten Folie hängen bleiben und nicht mehr weiterkommen. Okay, wie gesagt, wir beginnen oder haben gestartet Freihandelsabkommen und überlegt, warum sind Ökonomen so begeistert davon? Noch überlegt, warum sind viele andere von den ökonomischen oder von so einem Freihandelsabkommen nicht so begeistert. Ausgangspunkt ist die ökonomische Analyse, und wenn Sie einen Ökonomen fragen, wie analysiere ich so ein Freihandelsabkommen, dann bekommen Sie ökonomische Antworten, weil Ökonomen argumentieren über Preise und Kosten. Das heißt, wenn Ökonomen reden von einem Freihandelsabkommen, dann sind sie interessiert an den Handelshemmnissen, die bestehen. Handelshemmnisse sind einerseits Zölle, die spielen im transatlantischen Handel kaum noch eine Rolle, liegen bei 3-4%. Und daneben gibt es sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Das sind letztendlich alle Regelungen und Vorschriften, die den Import von Gütern und Dienstleistungen betreffen und die für die Produzenten und dann auch für die Konsumenten zusätzliche Kosten verursachen. Das können Qualitätsstandards sein, das können irgendwelche aufwendigen bürokratischen Formulare sein, die ausgefüllt werden müssen. Und ähnliches. Und die Überlegung ist, wenn die USA und Europa ein Freihandelsabkommen schließen und diese ganzen zusätzlichen Kosten wegfallen, dann wird der Handel zwischen der EU und den USA gesteigert. Es verändern sich also weltweit die Handelsströme, und da sieht die ökonomische Theorie zwei grundsätzliche Bewegungen. Auf der einen Seite, für die Ökonomien, die das Freihandelsabkommen unterschreiben, ist das gut. Die werden verstärkt handeln. Durch den Abbau von diesen Handelsabkommen werden deutsche Autos in den USA billiger, also kaufen die Amerikaner mehr Autos. Das ist gut für die Beschäftigung in Deutschland, gut für Wirtschaftswachstum. Und umgekehrt in den USA gilt das Gleiche. Das Ganze ist hat auch Konsequenzen für den Rest der Welt. Wenn Deutschland jetzt vermehrt Güter und Dienstleistungen aus den USA importiert, dann brauchen sie halt weniger Produkte aus Südamerika, Afrika und Asien. Und das heißt, für die Länder, die an diesem Freihandelsabkommen nicht beteiligt sind, ist das eine schlechte Geschichte, denn dort wird erwartet, dass Produktion und Beschäftigung zurückgehen. So, und das, was die Ökonomen also das eigentlich interessiert, ist dann die Frage, Handel ist schön und gut, ist Mittel zum Zweck. Entscheidend für Ökonomen ist immer, was kommt denn am Ende hinten raus? Kommt hinten raus am Ende in Höhe von BIP und von Beschäftigung. Das ist so ganz kurz die theoretische Überlegung, die hinter so einem Freihandelsabkommen steht. Bis dahin sind auch alle Ökonomen noch relativ einig.
Und nun müssen wir halt, wenn wir einen Schritt weitergehen, sagen, ja, was bringt es uns denn jetzt konkret? Reden wir hier über 0,1% Wachstum oder über 5% Wachstum oder über 10%? Da hilft uns die Theorie nicht mehr weiter. Da müssen wir mit Modellen rechnen. Und alle, die ein bisschen Ahnung von Modellrechnung oder von Modellen haben, wissen, das ist extrem annahmelastig. Das heißt, das, was ich vorne reinstecke, kommt dann nachher hinten wieder raus, weil sonst habe ich irgendwas falsch gemacht. Und ich will jetzt ganz kurz nur eine Studie vorstellen, die das IFO-Institut in München für uns erstellt hat. Und möchte nur ganz kurz zwei Dinge erwähnen. Einmal, wie sind die da rangegangen? Nun, das IFO-Institut hat sich gesagt, wir gucken uns mal die bestehenden Freihandelsabkommen ab. Das ist zum Beispiel NAFTA zwischen Mexiko, Kanada, USA. Das ist der gesamte europäische Binnenmarkt. Das sind eine ganze Reihe von bilateralen Handelsabkommen. Und haben gesagt, wie haben die denn gewirkt? Welche Auswirkungen hatten die denn auf den Handel? Und da sind sie zum Ergebnis gekommen, im Durchschnitt hat jedes Freihandelsabkommen dazu geführt, dass die Warenaustausche zwischen den beteiligten Ländern um 80% zugenommen haben. Und da haben wir uns gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal an, dass das, was in der Vergangenheit für diese Länder gegolten hat, jetzt auch für dieses Freihandelsabkommen gilt. Und gucken dann noch an, welche Konsequenzen ergeben sich, wie gesagt, für die Handelsströme und welche ergeben sich dann für das reale Bruttoinlandsprodukt und ähnliches. Und das Ganze machen wir langfristig, weil wenn wir heute jetzt sagen, wir wollen zum 1. November dieses Jahres die Zölle senken, dann sind die am 1. November weg und die Kosten sind sofort gesunken. Die nicht-tarifären Handelshemmnisse, das dauert eine ganze Zeit, bis die abgebaut sind. Und da ist es so, dass ungefähr 15 Jahre plus minus 5 Jahre, das dauert, bis so ein Freihandelsabkommen komplett wirkt. Und die Idee, die jetzt hinter den Zahlen liegt, die ich Ihnen gleich vorstelle, ist folgende. Die Frage ist, wie hätte sich denn weltweit das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner entwickelt, wenn die USA und die EU vor 20 Jahren ein Freihandelsabkommen unterschrieben hätten. Und der Rest der Welt hätte sich so weit entwickelt wie bisher. Also typische Ökonomen sagen Ceteris Paribus-Analyse, wir hätten nur ein Freihandelsabkommen, der Rest, alles andere wäre so geblieben, wie es jetzt ist. Und das Ergebnis ist, aufgrund dieser Simulationsrechnung, das, was die Theorie der Ökonomen uns sagt, hat sich nach diesen Berechnungen auch bewahrheitet. Blau heißt, das Bruttoinlandsprodukt in den beteiligten Ländern wäre im Fall eines Freihandelsabkommens höher. Sie sehen, der große Gewinner bei diesem Freihandelsabkommen sind die USA. Dort wäre das reale Bruttoinlandsprodukt je Einwohner rund 13,4% höher im Jahr 2010, wenn es das Freihandelsabkommen gegeben hätte. In der EU sehen Sie, auch da gibt es Gewinner. Der durchschnittliche Gewinn ist für die EU-Mitglieder so ungefähr 5%. Und Sie sehen, der ganze Rest, der ist halt nicht blau. Und das heißt, der ganze Rest der Welt, da hätte das Freihandelsabkommen zur Folge, dass das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner geringer wäre. Und Sie sehen, es trifft vor allen Dingen die traditionellen Handelspartner der USA und Europa, also Mexiko, Kanada, Australien, aber auch Japan. Und das kann man jetzt noch weiterrechnen, haben wir auch gemacht. Die Studie liegt auch aus. Das kann man jetzt so runterrechnen. Was bringt das an Arbeitsplätzen? Für Deutschland haben wir herausgerechnet, sind das ungefähr 180.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Das, wie gesagt, in aller Kürze das, was Ökonomen dazu sagen. Und wie gesagt, es ist eine Facette des Ganzen und es sind, glaube ich, noch nicht mal die Sachen, über die jetzt diskutiert wird. Diskutiert wird über ganz andere Sachen und das sind halt die Punkte, zu denen jetzt Ole Wintermann noch was sagen wird. Ja, was natürlich ganz klar ist, es geht nicht nur um Ökonomie bei der ganzen Sache. Und das Spannende ist ja im Grunde genommen, wie kann man die neuen Möglichkeiten, nicht neue, wie kann man die gegebenen Möglichkeiten des Internets nutzen, um hier neue Wege zu gehen. Wir haben angefangen, in der Initiative so ein bisschen Grundaufschlag erstmal zu machen, Internet und Globalisierung, wie hängt das eigentlich zusammen, und sind eben zu der logischen Erkenntnis gekommen, Internet ist im Moment Gegenstand und Mittel der Globalisierung, aber was vernachlässigt worden ist im bisherigen Maß, und ich meine damit nicht change.org oder betterplace.org oder sonst was, die Internetnutzung, um die Globalisierung politisch zu beeinflussen, mithilfe der Menschen zu beeinflussen, ganz konkret, nicht nur durch Petitionen, sondern substanziell. Und es gäbe eigentlich viele Möglichkeiten, bei dem Thema TTIP und Freihandel hier das Internet ins Spiel zu bringen, um diese Intransparenzen und Inkonsistenzen in diesen Bereichen aufzudecken. Es gibt unterschiedliche Interessen der Unternehmen und der Bürger. Die Frage, wie transparent dürfen Produktionsbedingungen sein, da gibt es unterschiedliche Positionen der Bürger, der Arbeitnehmer, der Unternehmen. Das Thema Verbraucherschutz findet bisher nicht im entsprechenden Maße statt. Wir sind weit entfernt von einer Politik 2.0. Wir sind im Moment dabei, mit diesem Handelsabkommen im Grunde genommen traditionelle Wege zu beschreiten, obwohl wir eigentlich mit dem Internet die Möglichkeit hätten, und hier ist das Stichwort Open Government, eigentlich die Möglichkeit hätten, vollkommen neue Wege zu gehen. Und das ist im Grunde genommen so ein bisschen zugespitzt auf diese Frage, die dahinter steht. Nicht? Also
damit man sich das mal vor Augen hält. Wir reden hier innerhalb dieses Handelsabkommens darüber, ob Mais importiert oder exportiert werden darf, ob Mais als quasi Reisefreiheit in Anführungsstrichen genießt. Und gleichzeitig werden aber Menschen, aktuelles Beispiel ist ja bekannt, aber auch im Austausch zwischen Westeuropa und USA diskriminiert, dürfen nicht einreisen ohne Angabe von Gründen und so weiter. Das kann irgendwie nicht sein. Das kann irgendwie nicht sein. Die bisherigen Defizite, die sich daraus ergeben, es ist nicht wirklich eine Offenheit der Verhandlungen. Es gibt gewisse Plattformen, natürlich, aber es ist nicht wirklich eine gelebte und gefühlte Offenheit. Es wird rein fokussiert auf die Arbeitsplätze. Das ist wichtig, nicht um hier Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ein Handelsabkommen, was negative Arbeitsplatzwirkungen hätte, wäre natürlich von vornherein schon mal sinnlos. Aber die Modelle haben wenig Akzeptanz. Die Wirkung auf die Drittländer werden von Westeuropa, von den USA unterschätzt. Das sehen wir bei unserem internationalen Bloggernetzwerk auf futurechallenges.org. Die Beschränkung auf wenige Großregionen ist nicht sinnvoll, denn warum sollte sich das auf Großregionen beschränken? Man kann doch gleich die ganze Welt als Freihandelszone betrachten. Die Präferenzen der Menschen, der kleinen und mittleren Unternehmen werden nicht wahrgenommen, sondern Freihandel ergibt sich im Grunde genommen als im Moment als Definition weniger großer Unternehmen mit wenigen Produkten und wenigen Dienstleistungen. Das ist nicht wirklich Freihandel. Und dass heutzutage wirtschaftliche Entscheidungen logischerweise natürlich nicht nur mehr wirtschaftliche Entscheidungen sind, Sie kennen sicherlich hier den einen oder anderen Fall, die Kontext. Es ist eben nicht nur die Abwicklung eines ökonomischen Dienstes oder die Abrechnung eines ökonomischen Dienstes, sondern dahinter steckt Politik, dahinter stecken Interessen. Und deswegen geht es im Grunde genommen um eine Demokratisierung die Ausarbeitung dieses Freihandelsprozesses. Und aus unserer Sicht wäre eigentlich, und da haben wir die Verbindung zwischen Internet und Globalisierung, wäre eigentlich TTIP und die Verhandlungen zu TTIP als Open-Gov-Anwendungsfall zu begreifen. Wir haben gerade in Deutschland auch, was die Open-Gov-Partnership angeht, gewaltigen Nachholbedarf. Es gibt bisher keine Anwendungsfälle auf dieser internationalen Ebene. Ja, dann lasst uns doch bitte schön TTIP-Verhandlungen mal als Anwendungsfall sehen. Wir könnten damit Verbraucherschutz besser berücksichtigen. Wir könnten einfach mal fragen, welche Präferenzen haben eigentlich die Verbraucher? Wir gehen davon aus, dass sie keine Chlorhühnchen und Genmais haben wollen. Vielleicht wollen sie es ja doch haben. Oder vielleicht gibt es auch andere Präferenzen, die Bürger haben, die nicht wahrgenommen werden. Und warum sollte man nicht durch eine Beteiligungsplattform substanziell, siehe Hamburger Transparenzgesetz, substanziell die Möglichkeit eröffnen, sich daran zu beteiligen. Wir sind einen ersten Schritt gegangen in der Initiative, haben einen Tumblr eingerichtet, einen Watch-Tumblr, der TTIP-Watch, in dem wir einfach mal versuchen, die Diskussion, die Debatte so ein bisschen zusammenzufassen, sowohl positiv wie auch negativ. Ja, es geht nicht darum, irgendwie von vornherein eine Position einzunehmen, sondern wirklich hier offen an die Debatte ranzugehen und beide Seiten darzustellen. Soweit dazu und ich übergebe weiter. Ja, hallo, mein Name ist Katharina Kamann, ich bin Mitglied der Expertenrunde und erzähle jetzt etwas über Konsumentenrechte, Legitimität und Diskurs. Und zwar hatten wir eben gerade schon das Thema Verbraucherrechte. Wenn man über Abkommen wie dieses redet, dann muss man ja auch bedenken, dass in internationalen Handelsabkommen zum Beispiel viel über Standards von Waren und Dienstleistungen entschieden wird. Und wenn Waren und Dienstleistungen heute stattfinden oder der Austausch, dann sind daran ja meistens moderne Informations- und Kommunikationstechnologien beteiligt, vorrangig das Internet. Darüber hinaus sind Bürgerinnen ja auch immer Verbraucher oder Bürger und Bürgerinnen sind auch immer Verbraucher und Verbraucherinnen und sind auch ganz zentral für die Ökonomie, denn sie sind ja diejenigen, die die Güter am Ende nachfragen sollen. Im Internet ist Kryptographie, also Verschlüsselung, insofern also eine Grundlage der Verbraucherrechte im Internet. Und wie wir jetzt beim NSA-Skandal schon gemerkt haben, mischt die NSA ja bei vielen solchen Sachen mit und gibt zum Beispiel mehr als 250 Millionen Dollar jährlich aus, um Strategien, Standards und Spezifizierungen für kommerzielle Verschlüsselung zu beeinflussen und sich auch Hintertürchen einzubauen. Und das wirft als erstes mal die Frage auf, wie kann man eigentlich über Standards mit so einem Verhandlungspartner sinnvoll verhandeln? Es ist auch die Frage, ob dann nicht Verbraucher viel mehr für ihre Rechte auch als Bürger eintreten müssten.
Und das kann vielleicht auf der einen Ebene durch Veranstaltungen wie dieses hier passieren, auf der anderen Ebene wäre es ja auch nicht blöd, dann von vornherein Verhandlungen transparenter zu gestalten und auch einfach der Civil Society ein Mitspracherecht einzuräumen. Das wird auch versucht zu machen, das wurde auch bei ACTA beispielsweise schon versucht zu machen, über so Civil Society Meetings. Das Problem ist, dass diese Veranstaltungen immer einen latenten Alibi-Charakter haben. Sie reichen in dem Maße, wenn da in 3 Stunden 300 Leute sich angemeldet haben, das kann man sich ja schon vorstellen, wie das ungefähr läuft. Und sie reichen einfach nicht aus, um eine Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen und vielleicht anderen Interessen herzustellen. Das Weitere ist, dass viel ja geheim gehalten wird, beziehungsweise halt der Vertragstext oft nicht transparent gemacht wird oder die Verhandlungen nicht transparent gemacht werden. Diese Taktik ist ziemlich wenig zielführend. Erstens tauchen natürlich immer wieder Leaks im Internet auf, die dann oft vielleicht auch gar nicht mehr dem Stand entsprechen und dann mehr Befürchtungen schaffen, als sie eigentlich ausräumen. Und zum Zweiten hat man ja in ACTA gesehen, wie wenig man von dieser Taktik am Ende profitiert. Denn wenn ein Abkommen dann am Ende nicht durchgesetzt werden kann, aufgrund massiver zivilgesellschaftlicher Proteste, dann hat man Geld, Zeit und einfach Ressourcen in etwas hineingesteckt, was am Ende scheitert. Ein zweiter Punkt, der wenig Beachtung findet bisher, ist die Interdependenz von Globalisierung und Klimawandel. Es ist ja nun mal so, dass wir wohl recht offensichtlich ein Problem haben, mit dem Klimawandel oder allgemein Nachhaltigkeit zu erreichen. Und es gibt ja nun eine Wechselwirkung. Denn mehr Freihandel bedeutet mehr Schiffsverkehr, bedeutet mehr Warenverkehr und bedeutet damit auch einfach mehr Emissionen. Eine weitere Sache, die wenig berücksichtigt wird, ist, wie wird eigentlich dann der Zuwachs verteilt? Also kommt dann eigentlich nur was bei großen Unternehmen an oder nur bei ganz bestimmten Leuten, weil die Zahl, dass man irgendwie ein Wirtschaftswachstum hat, sagt noch nichts darüber aus, wer dann jetzt eigentlich im Speziellen davon profitiert und wie das Ganze dann verteilt werden soll. Da wären wir dann auch beim Thema Diskurs angelangt, und zwar sieht man da ja auch schon, wenn man jetzt so einen Fokus hat, also so ein hegemoniales Wachstumsparadigma eigentlich und sozusagen alles immer so sehr fokussiert auf dieses Wachstumsparadigma, dann begrenzt man einen Diskurs, indem man andere Ansichten gar nicht mehr hört oder gar nicht mehr als wichtig erwartet oder von vornherein gar nicht mit einbringt. Und Ähnliches gilt auch für letztlich für das Thema der Überwachung. Denn erstens gibt es da immer dieses Argument beispielsweise über die Gefahr vom Terrorismus, und es wird gar nicht mehr so richtig geguckt, wie sinnvoll sind eigentlich die Measurements, die gemacht werden, und was bringen die eigentlich wirklich. Und zum Zweiten führt natürlich einfach die vermutete Omnipräsenz von Überwachung schon zu einer Art von Selbstzensur. Und das tut sie letztlich nicht nur in dem, was man öffentlich wirklich dann schreibt oder sagt, sondern irgendwann auch in dem, was man denkt. Dankeschön. Ja, anschließend ergibt sich natürlich die Frage, wie können wir diese geschilderten Probleme lösen? Wie können wir Konzepte entwickeln? Was können wir tun, um tatsächlich etwas zu verändern an dem, was wir hier festgestellt haben und auch als Problem ansehen, gerade unter denjenigen, die im Netz aktiv sind? Mein Name ist Jan Münnekes, ich bin Rechtsanwalt und Teil auch dieses Expertenkreises, nebenbei auch noch Vizepräsident der Internet Society in Deutschland. Einer der Organisationen, die eben unter deren Dach man versucht, Standards für das Internet auf eine neue Art und Weise zu setzen, im sogenannten Multi-Stakeholder-Prozess, der von vielen hier eben auch als eine mögliche Alternative zu den überkommenen, zu den herkömmlichen Systemen von politischer Willensbildung und Durchsetzung angesehen werden. Wir müssen allerdings, so sehr wir uns wünschen, dass aufgrund der neuen Zeit und in dieser Globalisierung wir etwas anders machen wie bisher, nunmehr von dem ausgehen, was wir vorfinden. Und das ist der Nationalstaat als die Organisation, in der politischer Willen gebildet wird und politische Macht ausgeübt wird. Hoffentlich in Form einer Demokratie und eines demokratischen Sozialstaates. Allerdings ist das natürlich nicht zwingend. Nur ist es so, und diese Erkenntnis ist eine politikwissenschaftliche Erkenntnis, die eigentlich unumstritten ist bis heute, findet Demokratie in unserer Form, aber auch in anderer, wünschenswerterer Form, nur im nationalstaatlichen Rahmen ab. Es gibt kein geschichtliches Vorbild, wo man sagen könnte, eine Demokratie, so wie wir sie zumindest hier bei uns definieren, würde außerhalb von Nationalstaaten funktionieren. Das Internet allerdings orientiert sich in seiner ganzen Struktur nicht an diesem nationalstaatlichen
Duktus an dieser nationalstaatlichen Struktur, die wir in unserer Welt vorfinden. Im Gegenteil, das Internet überschreitet Grenzen, nicht nur Landesgrenzen, sondern natürlich auch technisch strukturelle Grenzen. Wir denken nur an die Diskussion zum Urheberrecht. Die Digitalisierung ist hier eben ein Teil der Chancen, zugleich natürlich auch ein Teil der Herausforderung für das bestehende Recht. Diese Herausforderung wird noch dadurch verstärkt, dass unser Recht, und das ist nicht nur das deutsche, sondern das ist überall in der Welt so, dass auch Politik immer sich orientiert an dem Ort ihrer Handlung. Warum ist das so? Nun, weil ein Staat sich definiert aus dem Zusammenspiel von Volk, Territorium und eben dem Staatsgebiet, das dieses Volk und dieses Territorium abgrenzt von anderen. Das heißt, ich brauche immer einen Ortsbezug. Spätestens im Cloud Computing, im Internet aber sowieso, aber spätestens im Cloud Computing habe ich diesen Ortsbezug nicht mehr. Das heißt, es wird zu einer ganz entscheidenden Frage, welches Recht wie wo gelten soll und wer welches Recht durchzusetzen hat, allein schon darüber sich zu einigen, wo findet das Ganze denn überhaupt statt. Das kann man unnötig finden, es ist aber nun mal so. Es ist auch deswegen keine neue Erkenntnis, dass das Internet eine jüngere Schwester der Globalisierung ist, die diese Prozesse, die wir woanders erleben, nämlich Prozesse der Globalisierung, in anderen Bereichen erleben, beschleunigt. Die Aspekte, die sich daraus ergeben, sind im Wesentlichen Verluste staatlicher Kontrollfähigkeit, wachsende Legitimationsdefizite und eben die zunehmende Unfähigkeit, das an Leistung zu erbringen, was der Bürger von seiner Politik erwartet, nämlich, dass er eine Entscheidung trifft im Konsens und dann erwartet, dass das auch durchgesetzt wird. Was ist Recht in diesem Zusammenhang? Auch das ist im Internet keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir akzeptieren Recht als Gesetze, als Normen. Die müssen nicht immer geschrieben sein. Die können sich auch also vorab geschrieben sein. In vielen Ländern ist das auch anders. Sondern die ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass eine Institution, die dazu berufen ist, sie setzt und findet. Das kann auch ein Richter sein. Und selbst ganz prinzipielle Dinge wie zum Beispiel unser Persönlichkeitsrecht oder Datenschutz lässt sich so ohne weiteres aus Gesetzen gar nicht herauslesen, wie wir es gewöhnt sind, sondern ergibt sich eben aufgrund von Entscheidungen, die im Rahmen von Richtersprüchen sich herausgebildet haben. Es gibt aber auch noch andere Normgeber daneben. Es können moralische Institutionen sein. Denken Sie an sowas wie Kirchen oder Religionsgemeinschaften, die auch Normen setzen. Es können aber auch internationale Organisationen sein, die ganz unterschiedlich strukturiert sind. Und es können eben auch Standardisierungsorganisationen wie die Organisationen der Internet Society sein, die Internet Engineering Task Force, die IETF beispielsweise, die ja eigentlich die Institution ist, die alle wesentlichen strukturellen Entscheidungen, Standards setzt für das Internet. Ohne diese Organisation und ihre Standards gäbe es das Internet überhaupt nicht. Das ist allerdings dieses Ökosystem, dieses Internet-Ökosystem, das sich herausgebildet hat als Regulierer des Internets, also die Institutionen, die heute gemeinsam das bestimmen, was das Internet ausmachen, das ist ein relativ komplexes System. Es hat nichts zu tun mit dem, wie wir normalerweise Politik machen würden oder wie wir einen staatlichen Aufbau sehen. Ein Teil dieser Diskussion ist natürlich auch dieser Multi-Stakeholder-Ansatz, die besagte Alternative, mögliche Alternative zu dem, wie wir es sonst, wie sonst Politik, wie sonst politische Entscheidungen, wie Macht ausgeübt wird und legitimiert wird. Dieses Multi-Stakeholder-System oder in der Fortschreibung sogar sowas wie Liquid Democracy, also so eine Art ständige Bürger- oder Basisbeteiligung, wird von vielen als Alternative angesehen, von einigen als Alternative, von vielen zumindest als sinnvolle Ergänzung. In der Tat kann das sein. Ersetzen kann es aber, und da besteht eigentlich im Wesentlichen Einigkeit von allen Politikwissenschaftlern und Juristen, die ich so kenne, die zumindest aus der klassischen Theorie herkommen, da besteht soweit Einigkeit. Ein Ersatz an Legitimation, er kann sich daraus nicht ergeben, weil die Freiwilligkeit führt ja eben dazu, dass ich keine Verbindlichkeit herstellen kann für die Gruppe, auf die sie sich beziehen. Wir haben es erwähnt, die mangelnde Transparenz internationaler Organisationen,
auch zum Beispiel meiner, also der IETF oder der Internet Society, beruht zum Teil ja nicht auf Absicht, das ist alles sehr transparent, aber wenn ich es mir nicht leisten kann, dahin zu fahren, um an den Sitzungen teilzunehmen, bin ich halt ganz schnell aus diesen Diskussionen raus und ich kann das auch nur zum Teil substituieren durch die Möglichkeiten, die das Internet bietet. Jeder, der in solchen europäischen und internationalen Organisationen selber arbeitet, kann das bestätigen, das ist einfach ein Erfahrungswissen, die Theorie sieht da anders aus. Das heißt, ich kann Hard Law um Soft Law ergänzen, allerdings das Problem nicht ersetzen. Es bleibt am Ende bei Parlamenten, Regierungen und Gerichten, die werde ich weiterhin brauchen. Damit die funktionieren und ihre Legitimation nicht verlieren, brauchen die aber auch die Möglichkeit, ihr Recht durchzusetzen. Und diese Durchsetzung von Recht endet aber eben an den Grenzen ihres Territoriums. Und dieses Problem ist ungelöst. Jetzt kann man sagen, es ist ein lächerliches Problem. Umweltverschmutzung ist viel schlimmer. Das ist richtig. Aber es ist zumindest ein Problem, wenn wir über das Internet diskutieren. Da gibt es so Themen wie zum Beispiel jetzt bei der NSA. Viele Leute auf der Straße juckt das nicht, mich schon. Ja. Und wir sehen halt hier, dass der Staat mit seinen nationalen Gesetzen an Grenzen stößt, wenn außerhalb seiner Grenzen etwas passiert, was nach dortigem staatlichen Recht anscheinend erlaubt ist, nach unserem Recht aber nicht akzeptabel. Wir können es nicht durchsetzen. Und hieraus ergeben sich dann natürlich Probleme und Fragen, wie löse ich dieses? Das kann ich durch den Entscheidungsmechanismus Multi-Stakeholder nicht lösen, weil wir sind uns bestimmt alle hier Multi-Stakeholder-mäßig einig, dass wir die NSA doof finden. Aber durchsetzen können wir es halt eben einfach nicht. Das heißt, es bleibt das Problem der Rechtsdurchsetzung. Und Recht kann ich durchsetzen durch Macht oder eben durch Recht. Und da gibt es verschiedene Konzepte. Es gibt Staaten, die sagen, das Recht ist uns egal. Wenn wir die Kontrolle haben, wenn wir uns durchsetzen können, dann machen wir das eben. Es ist uns völlig wurscht, ob wir damit das Recht unserer Freunde oder Verbündeten in irgendeiner Weise tangieren. Wir haben die Möglichkeit, uns ist es wichtig politisch, also machen wir es. Es ist nicht unser Konzept. Wir haben bei uns die meisten Parteien, ich habe das Beispiel meiner Partei, der SPD, hier angeführt, wir haben ein ganz anderes Verständnis. Wir sagen, nein, nein, das Recht, der Rechtsstaat, die Demokratie soll Macht begrenzen. Empörung allein darüber, dass in anderen Ländern etwas passiert, was uns nicht passt, hilft uns aber nicht, weil wir dieses Recht nicht durchsetzen können. Jetzt gibt es manche, ich sehe auch hier Piraten, die sagen, die Schwäche des Staates, die Schwäche des nationalen Staates, diese Schwäche, Recht durchsetzen zu können, sei sogar ein Garant von Freiheit. Das kann sein, wenn ich ausgehe von einem autoritären Staat, dem würde ich mich anschließen. Natürlich ist es gut, dass es China nicht so sehr gelingt, ihre Zensur auch weltweit durchzusetzen oder andere Staaten. Das sind wir uns immer schnell einig. Aber es gibt umgekehrt keine Garantie, dass diejenigen, die in das Vakuum dieser Nichtstaatlichkeit, dieses nichtstaatlichen Kontrolle des Internets, die hier hineingehen, dass die am Ende des Tages demokratischer sind. Weil wir haben es hier nicht mit einem natürlichen Raum zu tun. Wir reden hier nicht von der Offenheit. Das Internet ist nicht so offen wie das Weltmeer. Wenn ich ein Segelboot habe, kann ich raus. Es ist kein natürlicher Ort, in dem wir uns bewegen. Es ist ein künstlicher Ort. Er ist completely man-made. Das heißt, alles das, was das Internet kann, beruht auf bestimmten Grundsatzerscheinungen von Menschen. Wenn die diese Entscheidungen ändern, und das sind Protagonisten wie große Unternehmen, das sind aber auch Einzelpersonen, einzelne Organisationen, auch Staaten, wenn die sich einigen, dass das undemokratisch sein soll, komplett zensierbar, komplett kontrollierbar, oder man nimmt auch Einfluss zum Beispiel auf kryptografische Systeme und so weiter, kann das der absolute Ort der Unfreiheit werden. Das Gegenteil von Freiheit. Das kann schlimmer werden als alles, was wir uns vorstellen. Das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen, wie ich hier die Regeln treffe. Und im Moment, gerade in der Auseinandersetzung um das Thema NSA, gibt es hier Vorstellungen, leider auch aus der, ich sag mal, eher linken, eigentlich freiheitlich orientierten Politik, die sagt, Reterritorialisierung. Wir brauchen, weil wir uns vor den Amerikanern nicht schützen können, müssen wir zurück zu deutschen oder europäischen Infrastrukturen. Oder aber wir wollen zum Beispiel verbieten künftig, das ist Teil übrigens jetzt auch der TTIP-Diskussion, wir wollen, dass künftig verbindlich festgelegt wird, wo ein Server steht. Cloud Computing gehört verboten, damit wir herstellen können eine Verbindlichkeit, wo das Ganze nachher
stattfindet. Das ist nachvollziehbar, gerade im Verbraucherschutz und so weiter, alles nachvollziehbare Ideen. Problematisch allerdings ist, damit kann ich natürlich die Freiheit des Internets und seine Chancen, seine Offenheit, seine Grenzüberschreitung natürlich auch zerstören. Was ist die Alternative? Transnationale Zusammenarbeit. Immer wieder als Alternative genannt. Europäische Union, das beste Beispiel. Problem allerdings auch hier, die Europäische Union bedarf auch der Kraft der nationalen Staaten, um ihr Recht durchzusetzen. Das heißt, nur weil ich das Territorium größer mache, löse ich noch nicht das Problem, dass in der Grenzüberschreitung ich die Probleme noch in den Griff bekomme. Die Debatte ist eine mit offenem Ausgang. Das, was wir erleben, wenn wir heute über das Freihandelsabkommen sprechen oder über ähnliche Diskussionen, die da ablaufen, das ist keine entschiedene Debatte. Wir sind mittendrin. Sie wird leider, zumindest meine ich das, nicht erfasst, komplett erfasst in der Brisanz und in der Dimension, die das hat. Wir reden gerne über die einzelnen Dinge, wir reden gerne über das, was wir stört und was wir anders haben möchten, an das grundsätzliche Problem, dass wir künftig gar nicht mehr so regulieren können, dieses Internet, wie wir es sonst gewöhnt sind, sondern dass es ein deutlich komplexeres System ist, wo wir auf einer viel größeren Tour spielen müssen, die wir nicht gewöhnt sind als Zivilgesellschaft, die aber auch Politik, Staat, Unternehmen nicht gewöhnt sind, weil sie bisher immer nur höchstens zweidimensional agieren. Dieses Problem müssen wir lösen. Da müssen wir ran und das ist Teil natürlich dieser Initiative, hier einen Beitrag zur Diskussion zu leisten. Vielen Dank. Schönen guten Tag. Oh, hier ist ein Slide mit einer Website, das ist gut. Die können wir dann nämlich hier aufmachen. Mein Name ist Bastian Koch. Ich bin ja auch frohes und stolzes Mitglied dieser lustigen und illustren Runde. Und wir haben jetzt viel über Wirtschaft gesprochen und wir haben viel über Grenzen gesprochen und wir haben auch über die Konsumenten gesprochen. Und eine Gruppe, der ich angehörte, wir hatten das Thema Kultur im Internet. Und darüber hinaus sogar den Punkt, hilft uns das Internet dabei, eine neue Kultur zu schaffen. Wir haben eben ein paar Punkte gehört, die das womöglich erschweren oder allein die Blickweise darauf erschweren würden. Aber tatsächlich hat uns die Fragestellung auch in der Gruppe selber vor Grenzen gestellt. Weil natürlich sind wir in verschiedenen sozialen Netzwerken unterwegs. Wir haben ein Telefon, mit dem wir ins Internet gehen können. Wir chatten täglich mit internationalen Freunden oder Kollegen oder Dienstleistern oder Partnern, benutzen es zum Lernen, zum Aufsaugen von Nachrichten und so weiter. Und diese Frage, ist es wirklich eine neue Kultur und irgendwie gefühlt ja, aber so leicht wollten wir uns es nicht machen und haben uns trotzdem versucht, mit dem Thema Grenzen im Internet zu beschäftigen. Und zum Thema Grenzen im Internet haben wir ein sehr schönes Video gefunden. Wir haben die Möglichkeit, Videos, Inhalte, Texte, Bilder ins Internet zu stellen und zu konsumieren. Das bleibt uns unbenommen. Aber tatsächlich haben wir Grenzen, nationalstaatliche Grenzen, die das Internet eigentlich nicht kennt. Was wir hier sehen, ist etwas, was wir sehr häufig sehen. Wir haben in Deutschland, bekommen wir nur 40% der 1000 beliebtesten Video in voller Länge zu sehen. Das ist jetzt nicht das Ende der Welt, weil es sich dabei vor allen Dingen um Popmusikvideos handelt. Aber tatsächlich wird uns durch offene Punkte der Gesetzgebung, werden uns Inhalte vorenthalten. Und zum Vergleich, in Afghanistan werden nur 5% der Videos, der beliebtesten Videos auf YouTube nicht gezeigt, im Vatikan 4%, in Amerika, dem prüdesten Land, was TV und Fernsehen und Film angeht, 0,9%. Es ist deshalb ein deutsches Problem, natürlich nicht, und es ist auch kein popkulturelles an sich. Es ist eher ein Problem der konstruierten Grenzen. Was in der Türkei los war rund um den Gezi-Park, war eine ganze Menge, bis der Staat gesagt hat, okay, wir versuchen das Internet zu blockieren, wir wollen nicht, dass aus dem Gezi-Park, um den Gezi-Park herum, Bilder, Videos, Nachrichten nach außen getragen werden. Das ist ein Trick, den auch der Iran versucht hat. Und noch im September wurde Twitter, Facebook komplett abgeschaltet für die iranischen Nutzer. In Vietnam wurden kürzlich Blogs verboten. Man darf nicht bloggen.
Ja, ja, heute ist die Huffington Post an den Start gegangen, da kann man auch unterschiedlicher Meinung zu sein, aber es gibt Länder, da darf man nicht bloggen. Und abgesehen von solchen staatlich verursachten Filtern, direkt staatlich verursachten Filtern, ist auch Google sehr kompromissbereit, wenn es heißt, naja, wenn jetzt jemand nach nationalsozialistischen Inhalten sucht, sei es zur Weiterbildung oder sei es vielleicht auch zur Agitation oder Hetze, blende das mal in deinen Suchergebnissen aus. Sagt Google, ja, mache ich, ist doch überhaupt kein Problem. Wir haben in Deutschland bei den Suchmaschinen tatsächlich einen Marktanteil von Google von über 90%. Zahlen sind aus dem Juni. Es gibt eine Menge anderer Suchmaschinen noch, aber in Deutschland spielen die überhaupt keine Rolle. Das heißt, wir haben gar nicht den freien Blick auf dieses freie, globale Internet. Das besteht überhaupt nicht. Und wir haben nicht nur die konstruierten Grenzen, sondern auch unkonstruierte Grenzen. Unkonstruierte Grenzen sind Grenzen, die nicht gebaut wurden. Und hier jetzt im übertragenen Sinne, da geht es um Netzgeschwindigkeiten, Übertragungsgeschwindigkeiten, technische Voraussetzungen, die man benötigt, um frei zu surfen. Ja, ist unkonstruiert, noch unkonstruiert, aber ist in Bewegung. Und natürlich gibt es die rein kulturellen Grenzen. Da gibt es ganz, ganz einfache Punkte, die Zeitzonen, die Religion, aber auch die reine Ästhetik durch Zeiten und Jahre und Jahrzehnte gewachsene Aufnahmemöglichkeit von visuellen Inhalten. Das heißt, Webseiten, die in einem Land, in einer Kultur besonders gut funktionieren, werden in anderen Ländern überhaupt nicht benutzt, überhaupt nicht verstanden, überhaupt nicht wahrgenommen. Das kann bei der Farbgebung beginnen, mal von arabischen Schriftzeichen und Schriftzeichen in Mandarin mal ganz abgesehen. Da sind wir nicht frei. Wir haben 25% der Internetnutzer sind Chinesen, 5% des Internetangebotes ist in Mandarin. Das ist ein Ungleichgewicht. Und ich weiß nicht, wie viele Leute hier im Raum eine Website auf Mandarin lesen könnten, beziehungsweise in der Lage wären, die schnell zu übersetzen. Ein zweites kulturelles oder ein nächstes kulturelles Hindernis ist die Sprache und die Bildung. Vorgestern erschien die PIAAC-Studie, das PISA für die Erwachsenen, und problematisch erkannt wurde, dass die erwachsenen Deutschen schlechter lesen, schlechter verstehen können als der Durchschnitt der getesteten Länder. Das waren jetzt nur 22, aber Deutschland hinkt an dieser Bildungsschwelle, an dieser Sprachschwelle und gibt das auch an die nachfolgenden Generationen weiter. Auch das ist seit ein paar Jahren kein Geheimnis. Je schwächer der soziale Stand ist, desto niedriger ist die Bildung. Und wenn das nicht behoben wird, dann können wir über das freie und globale Netz sprechen, wie wir wollen. Wenn die Menschen nicht in der Lage sind zu surfen oder nur einzelne ausgewählte Angebote für das Internet halten, kommen wir da leider nicht besonders weit. Der letzte Punkt ist, wir sind im Internet und wir haben die Möglichkeiten, die hier Anwesenden insbesondere und in einem besonderen Maße. Aber trotzdem sind doch selbst wir mit Leuten verbunden, die eine ähnliche Meinung haben wie wir. Wir sind mit Leuten befreundet, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben wie wir. Wir sind mit Leuten befreundet, die dieselbe Fußballmannschaft mögen, doof gesagt. Wenn jemand den Grünen nahesteht, und davon gibt es hier im Haus dann wahrscheinlich einige, oder der SPD nahesteht, ist es relativ wahrscheinlich, dass in einem Facebook-Freundeskreis oder in dem eigenen Twitter-Universum die Parteipräferenzen genauso gesetzt wurden. Auch dazu gibt es Studien. Und dieser Punkt, dass wir ein riesiges, weites, nicht zählbares Universum an Informationen haben und auch Zugang dazu haben, theoretischen zumindest, aber den wir nicht nutzen, beziehungsweise von staatlicher oder institutioneller Seite uns gesagt wird, was wir nutzen dürfen, ist das Internet eben nicht in dieser Form grenzenlos und schon gar nicht supranational und womöglich auf gar keinen Punkt einer neuen Cyberkultur. Um das aber jetzt nicht so stehen zu lassen, noch ein paar positive Aspekte aus unserer Gruppe zum Thema Internet und Kultur. Ja, also ich bin Markus, habe auch in der Arbeitsgruppe mitgearbeitet und mir kommt jetzt die Aufgabe zuteil, nach den ganzen Grenzen und kritischen Anmerkungen noch ein bisschen zu reflektieren, ob dieses tolle Internet, was wir eigentlich alle ganz toll finden, nicht doch das Potenzial hat, irgendwas zu schaffen, um diese Grenzen zu überwinden. Zum einen haben wir uns da beschäftigt mit den Möglichkeiten, über das Internet interkulturelle Kontakte, also Kommunikation über Grenzen hinweg zu führen und zum anderen, ob denn sowas wie eine Kultur entstanden ist, eine neuartige Kultur. Zum ersten Punkt kann man sagen, dass allein aufgrund der technischen Möglichkeiten und der technischen Entwicklung, die wir in den letzten Jahren hatten, allein schon statistisch gesehen
mehr interkulturelle oder grenzüberschreitende Kontakte zustande kommen müssen. Natürlich kann man hier sofort einwerfen, Afrika ist absolut unterrepräsentiert und kleiner, wenn man diese Möglichkeiten des Internetzugangs sieht. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese gleiche Grafik vor 8 Jahren ganz anders aussah, da war Afrika halb so groß. Und eine Verdoppelung in 3 Jahren zeigt, wie viel Potenzial da ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass Afrika technologisch zum Beispiel Festnetz überspringt. Und das Ganze bietet mir neue Möglichkeiten der Partizipation. Das ist der entscheidende Punkt. Die Frage ist allerdings, reicht das alleine aus? Also reicht alleine der Kontakt zwischen den Leuten aus? Muss ja nicht eine bestimmte Qualität sein. Dazu haben wir uns Forschung angeguckt. Computer-Mediated Communication, das hat in den 80ern angefangen. Da gibt es die These, das kann man auch sozialwissenschaftlich nachweisen, dass Leute durch die Möglichkeit, achso, ich muss hier mal noch eine Folie weitermachen, dieses ganze bekannte Bild illustriert es so ein bisschen, dass die Leute durch diese Schnittstelle Computer, beziehungsweise Schnittstelle Computer-Internet in dieser digitalen Sphäre eine größere Rolle spielen können, als es in der physischen Welt der Fall ist, allein dadurch, dass sie zum Beispiel der soziale Status keine so große Rolle spielt oder in den Hintergrund treten kann. Ja, zum zweiten großen Punkt, dieses ist eine Kultur entstanden. Ja? Also die Frage ist, erstmal, was ist Kultur? Das ist immer dieser Riesenbegriff. Wir haben uns jetzt auf einen Kulturbegriff eingeschlossen, der weit und offen ist, also sprich die Lebenswirklichkeit, also sich auf die Lebenswirklichkeit der Menschen bezieht. Grundsätzlich, um sowas zu identifizieren, ob sowas existiert wie eine globale digitale Kultur, kann man nur auf die Suche nach Indikatoren gehen. Zum einen kann man das Ganze so strukturalistisch oder linguistisch angehen. Da gibt es Anzeichen dafür, dass da was Gemeinsames Neues entstanden ist. Beispiel Smileys, Akronyme wie LOL oder ähnliche Sachen, die mittlerweile einfach von der Netzgemeinde kulturübergreifend international verstanden werden. Dazu gehört auch Englisch, was sich mittlerweile fast als Lingua Franca des Internet etabliert hat, als kleinster gemeinsamer Nenner, vermischt mit lauter solchen Netspeak-Akronymen, findet dadurch, dass man auch schreibt, ja, oder vieles auf dem schriftlichen Wege stattfindet, ist eine Kommunikation möglich, die so auf dem direkten Wege nicht möglich wäre. So eine poststrukturelle Sichtweise geht dann einen Schritt weiter und sagt, okay, das Internet ist einfach nicht nur da und vorgegeben, sondern es konstituiert sich erst im Wechsel mit den Leuten. Es gibt unterschiedliche Identitäten, die entstehen oder die sich im Internet erst, die im Wechselspiel mit dem Internet erst geschaffen werden. Ein gutes Beispiel dafür ist, ein gutes Beispiel dafür ist ja, dass man sagen kann, zwischen, wenn man das Internet als kulturelle Praxis begreift, dann könnte man behaupten, dass ein asiatischer und ein europäischer Manager mehr Gemeinsamkeiten in Bezug auf Internet haben und auf ihr als jetzt ein Berliner Manager und ein Berliner Currywurstbudenverkäufer. Das heißt, je nach sozialem Milieu findet da auch wieder grenzüberschreitend einfach eine kulturelle Praxis statt, die man als gleich oder ähnlicher bezeichnen kann und somit auch wieder einen grenzüberschreitenden Charakter hat. Jetzt darfst du das starten. Ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist eigentlich ein tolles Beispiel, das ist ein Musikprojekt. Bitte? Achso, ja, stimmt. Wir hatten uns das in der Vorbereitung toll vorgestellt und wollten das länger spielen. Der Witz an der Geschichte ist einfach, dass Leute in einer bestimmten Tonart auf der ganzen Welt verteilt die Aufgabe hatten, zu improvisieren. Diese ganzen Videos landen auf einer Webpage und man selbst tritt quasi über diese YouTube-Videos in Interaktion, kann mit diesen gemeinsamen Musik machen und das, obwohl alle Leute an ganz unterschiedlichen Ecken auf dieser Welt sitzen. Also,
wer will da nicht sagen, dass das was Tolles, Grenzüberschreitendes, Gemeinsames ist? Ein weiteres Beispiel ist, was man nicht unbedingt mögen muss, ist das Video von Psy, das ist Gangnam Style, das muss man sich vergegenwärtigen, das hat einfach 1,7 Milliarden Klicks, wenn man das mit der Weltbevölkerung vergleicht, kann man sich auch überlegen, wie eine Ikone entstanden ist, mit der sich viele identifizieren können. Ein weiteres Beispiel ist OpenStreetMap, bei dem global, selbst in Afrika, Leute durch die Straßen rennen, geotaggen und einfach zu dieser Idee beitragen. Auch eine Studie in Europa von der Europäischen Kommission hat sich die Frage gestellt, ob sowas wie eine europäische Identität entstanden ist. Und die konnten zum Beispiel als wichtiges Element nachweisen, je größer die Internetnutzung der Leute ist, also je mehr sie es gebrauchen, desto mehr beantworten sie Fragen, die Politik betreffend, auf einer europäischen Ebene oder beziehen Europa mit ein. So, unser dritter Mann ist heute leider kurzfristig abhanden gekommen, nicht krank. Er wollte eigentlich noch so ein paar persönliche Anekdoten bringen, um das abzuschließen. Ich werde es jetzt versuchen darzustellen. Er hat gesagt, Mario, dass er die Feststellung gemacht hat, dass viele seiner Freunde, Bekannten eigentlich irgendwo im Ausland sitzen, also sprich ihn mit beispielsweise einem Freund aus Pakistan mehr verbindet als mit einem Nachbar dort, wo er wohnt. Und dass diese Verbindung eigentlich auch erst durch das Internet zustande kommt, beziehungsweise durch das Internet weiter aufrechterhalten werden kann. Die zweite Anekdote war, der aktuelle Medizinpreis, Nobelpreis, ist an einen Deutschen verliehen worden, der aber seit 30 Jahren in den Staaten lebt. Und als man ihn auf seine deutsche Staatsbürgerschaft angesprochen hat, hat er auch gesagt, ja, der weiß er überhaupt gar nicht, also mit solchen Dingen beschäftigt er sich nicht, er weiß es nicht, ob er jetzt noch Staatsbürger ist oder nicht, er hätte da vielleicht mal irgendwas beantragen müssen oder so. Das dritte Beispiel ist, war das jetzt mit Bezugnahme auf die Folie nochmal zusammenfassen, eigentlich unsere These, the only good nation is imagination, betrifft auch dieses letzte Zitat. Die allerletzte Anekdote ist ein Bekannter von ihm, der Brite und Franzose ist und er selbst lebt aber in Belgien und er war hier in Berlin, hat Berlin angeguckt und schreibt hinterher in dem Blogger-Netzwerk, er ist auch aus dem Blogger-Netzwerk Future Challenges, wie toll es ist, so eine historisch trächtige Stadt zu besuchen und sich als Europäer zu fühlen. Also er identifiziert sich durch Berlin mit Europa, ist eigentlich ja ein Ausdruck dessen, wie solche nationalstaatlichen Grenzen dann eigentlich in den Hintergrund treten können. Und wenn man diese Aspekte betrachtet und die Aspekte, die meine Vorredner genannt haben, auch die Fragen, die aufgeworfen sind, und man sich nochmal zurückbesinnt auf den Eingang unseres Vortrags und auf das, was TTIP eigentlich umfasst, diese angeblich so große, weltumfassende und super globale Abkommen, dann ist vielleicht ein bisschen deutlich geworden, wie eng es eigentlich ist und wie wenig dort berücksichtigt ist. Und das ist unsere Kritik und das, ja, damit schließe ich. Ja, ich möchte mich zunächst erstmal nochmal ganz herzlich bedanken bei all den interessanten Vorträgen von unseren Experten. Ich glaube, das hat auch einen ganz bunten Blumenstrauß an Themen abgedeckt. Aber gleichzeitig sehen wir auch, wie die unterschiedlichen Themen miteinander verbunden sind, dass sich da eigentlich auch so eine rote Linie durchzieht. Bevor wir jetzt gleich ganz spontan, also last minute, noch eine Art Weltpremiere haben, vielleicht Bruno, kannst du schon mal nach vorne kommen, alles vorbereiten. Da haben wir jetzt auch noch ein interessantes Video, da bin ich schon sehr gespannt. Möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass alle Ergebnisse, die hier vorgestellt wurden, als auch Ergebnisse darüber hinaus, die in unserer Initiative in den letzten Wochen und Monaten behandelt wurden, Anfang November in einem Magazin erscheinen werden. Das Magazin wird sowohl online verfügbar sein, als auch in den Kiosken erscheinen.
Wir haben hier schon mal eine Rohfassung, also für alle, die Interesse haben, mal zu sehen, was da überhaupt für Themen abgedeckt werden, wer dahinter steht. Also ist jeder herzlich eingeladen, sich das in der Pause mal anzugucken. Gut, und jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Bist du soweit ready? Ich kann es mal probieren. Also dann es war 10 Minuten. Ja. Gut, während ich hier ein bisschen was dazu erzähle, versuche ich es auch zum Laufen zu bringen. Und zwar hatten wir uns überlegt, unabhängig von den ganzen spannenden Beiträgen, die in diesem Booksprint drin sein werden, geht es aber vor allem darum, dass wir einen Kanal finden müssen, wie wir die Idee, um zu erklären, was TAFTA-TTIP eigentlich letztendlich ist, den Menschen vorzustellen. Und deswegen dachten wir uns, es wäre ganz sinnvoll, auch noch ein Video dazu zu produzieren. Ein Animationsvideo, ein sehr kurzes, das letztendlich auch ein Stückchen weit versucht, etwas zu erklären, wozu es leider viel zu wenig Informationen bisher gibt, was es natürlich sehr, sehr schwer macht. Wir haben uns insofern natürlich immer sehr häufig an den Konjunktiv gehalten. Ich versuche jetzt mal, ob das funktioniert. So. Gut, der Sound ist noch nicht ganz perfekt. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Video jetzt schnell auf der Fahrt in der S-Bahn noch gerendert. Das kann durchaus sein, dass es jetzt nicht hundertprozentig funktioniert. Windows. Windows Media Player kann die Datei nicht wiedergeben. Kein Problem. Aber ist jemals möglich? Ja. Ah, super. Wunderbar. Ja. Mhm. Also bei mir auf dem Rechner funktioniert es. Ansonsten mache ich es einfach so. Muss man natürlich sagen, wahrscheinlich nicht die entsprechenden Codecs drauf, die man halt in einem modernen Linux-System drin hat, aber in dem Windows nicht. Was für ein Format ist das? Ansonsten müssen wir es. Ein normales MPEG-4. Ich kann es auch hier. Geht's bei dir? Ah, bei ihm geht's. Wir switchen einfach die Rechner. Okay, super. Okay, super. So, dann bin ich sehr gespannt. Genau, ist jetzt quasi eine Weltpremiere. Dazu muss man auch sagen, sollte ein bisschen früher fertig werden, aber leider ist dann noch ein Rechner abgestürzt, die Grafiken waren nicht rechtzeitig fertig, wir mussten uns noch auf den Text einigen, da ja eben, wie gesagt, keine wirklichen Infos zu TAFTA bisher da sind und wir deswegen natürlich versucht haben, das bisschen zu umschiffen, wenn es um konkrete Dinge geht. Und, funktioniert's? Vorführeffekt. Ist das Teil davon? Nö, das ist sonst lasse ich. Ah, ja. Oder wir lassen es aus dem Internet locken. Ja, ist auch eine Variante. Okay. Was ist TAFTA? Die globale Vernetzung hat ein rasendes Tempo aufgenommen. Grenzen verschwinden. Wissen und Kultur zirkulieren im Internet. Seit Jahrzehnten regulieren Handelsabkommen die globalen Märkte. Bisher sind sie alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit von großen Konzernen verabschiedet worden, häufig auch zum Nachteil der Gesellschaften und ihrer regionalen Märkte. Momentan wird das Freihandelsabkommen TAFTA verhandelt. Es bezieht nur die Märkte in den Grenzen Nordamerikas und Europas ein und schließt den Rest der Welt davon aus. TAFTA entsteht hinter verschlossenen Türen und bietet keinerlei demokratisches Mitspracherecht der Bürger. So könnten durch TAFTA verschiedenste Nachteile für unsere Gesellschaft entstehen. Konzerne könnten sich sogar über Gesetze hinwegsetzen und Staaten verklagen, weil ihr Geschäft von den regionalen Gepflogenheiten bedroht sein könnte. So wäre zum Beispiel der Schutz von Arbeitnehmerrechten in Europa in Gefahr. Kennzeichnungspflichten könnten verschwinden und Urheberrechte im Internet noch viel härter durchgesetzt werden. Findest du nicht auch, dass es Zeit wird, endlich mehr Mitbestimmung einzufordern? Wie gesagt, wir wollten es sehr kurz machen, 1,5 Minuten, um ganz kurz den Leuten zu erklären, was findet da eigentlich statt. Dieses Video wird jetzt dann, denke ich, heute online gestellt, beziehungsweise ist jetzt online, ihr habt es ja live vorgeführt. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, dass wir die Menschen, die sich unter
diesem ganzen Begriff und wenn sie dann das Booksprint haben, vielleicht wenig vorstellen können. Und da haben wir ein ähnliches Dilemma wie bei der ganzen NSA-Debatte. Vielen Menschen ist eigentlich die Tragweite von solchen Dingen nicht bewusst. Sie haben nicht die Zeit, sich ausführlich zu beschäftigen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man solche Dinge komprimiert. Und wir haben eben jetzt versucht, diesen 1,5-Minüter-Film zu machen. Ich danke.